Es geht los. Ja, ich, wir kommen zurück und ich starte mal die... Straight den scheiß Dialog. Ach komm, bringen wir es hinter uns. Übrigens, willkommen zurück zu Zucker Mörder. Was war das für eine Stimme? Okay. Ich bin müde. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden. Geht dich gar nichts an, mein Freund. Wer willst du? Wer willst du? Wer willst du sein? Oh, ein neues Bild? Was für Ängste? Du bist die Wurzel meiner Ängste. Echt mal. Warum? Du siehst das Set aus Bildern und Symbolen. Ich okay. Welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt? Du! Du verängstigst mich. Okay. Männer. Ja, Mann. Achso. Sliden. Flugzeug. Menschen. Ja, dann musst du für dich entscheiden. Na, jeder macht eine Seite. Ich habe Männer gemacht. Also sagst du Flugzeug. Ja. Wir können einfach immer links nehmen. Woher sieht er, dass er... Dass ich fürchte mich vor Höhen ertrinken. Oh, beides ist scheiße. Oh, aber ich habe schon so oft geträumt, dass ich... Das ist schlimmer für mich. Ja. Du machst die nächste Seite. Ich habe schon so oft geträumt, dass ich von irgendwo runterfalle. Weder noch. Beides nicht schlimm. Beides macht mir keine Angst. Ja. Okay, ich habe Angst vor Steffi, also sagen wir, Schlangen machen mir Angst. Okay. Dann. Nee, nee, weiter geht's. Oh, da wüsste ich, was mir mehr Angst macht. Ja. Mein Gott, Pistole ist durch und unnötig. Ja, ja, oder? Oh, die Kakerlake. Ja. Jetzt haben wir den richtigen Vergleich. Muss ich mal überlegen. Kakerlake ist schlimmer als Er guckt runter. Wie will er sehen, was wir da auswählen? Ach, ich sag ja... Oh, oh what? Okay, ja, komm. Beides ist scheiße. Ja. Ganz ehrlich. Boah. Wenn sich beides bewegt, ist beschissen. Blut? Ja. Wieso Krähen? Ist das so ein Ding, dass die Leute Angst vor Krähen haben? Nein, gibt doch. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Ja, Nina, mich nicht. Du hat den Finger. Alter, und die eine war voll abgeknickt, wie bei dir. Wenigstens habe ich keinen Hängebauch als Zeigefinger. Tja, da sagst du nichts, wa? Ich könnte gemeine Dinge sagen, aber ich tue es nicht. Oh Gott, ich muss schneller machen. Na toll. Also, Nine. Erste schneller? Seite. Ja, erste Seite mache ich. Okay. Also. Ich weiß, was du nimmst. Jupp. Nächste bist du. Ja, ich weiß. Ich hab's schon mitgekriegt. Links. Okay. Mann, hör auf, das einzublenden. Er interessiert mich nicht. Ew. Zombies oder Clowns? Scheiß auf Zombies. Links. Oh, Wölfe. Ja, Mann. Wo die echt gruselig sind. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sie im Wald begegnen würdest. Stürme doch nicht. Wow, Blut ist echt... Dabei ist Blut gar nicht so schlimm. Nee, oder? Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Der ist voll komisch. Innerheim. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Es ist Freitagnacht. Creep, du Wichser! Tja, ich fürchte. Dude, wir sitzen keine 2 Minuten bei dir. Warum habe ich das Gefühl, dass das, was wir gerade ausgewählt haben, noch im Spiel vorkommt? No, what have we done? Damit es uns Angst macht, in Anführungsstrichen? Ich meine, wir haben ja nur so getan, als hätten wir Angst davor. Haben wir? Ja, Mann, spiel mit. Spinnen? Du wickst auf. Du wickst auf. Du wickst. Ich hab. Was bisher geschah bei Until Dawn? Wie was bisher geschah? Ist doch nicht wirklich wie was passiert. Ja, war. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Komm schon, sie hat es verdient. Haben wir die erste Episode abgeschlossen, oder? Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Episodenspiel ist. Das war nur ein Spaß, hä? Mann, dieses kleine, dass es so verschwommen ist, als sie das sagt. Grisselig. Das hat mich voll aufgeregt. Na, nicht nochmal, Beth. Triggered. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei. Ein Jahr später, glaube ich, weil ich kann nicht alles sehen. Ja, ja. Ich kann nur ein Jahr später sehen. Da steht diese Scheiß. Was ist das? Wii U? Das Wii Pad. Das ist voll im Weg.
Ja, normalerweise steht da immer nicht links was im Fernseher. Also wenn da jetzt irgendwann im Verlauf des Spiels ganz unten links irgendein gruseliges Gesicht ist, danke ich dem Wii-Pad, wenn wir es nicht sehen. Unwahrscheinlich. Diese Bitch! Und er auch, er ist voll der Wichser. Will, dass er stirbt. Oh, ist das nicht ein bisschen sehr heftig? Das ist ein scheiß Spiel und wahrscheinlich krepieren hier sowieso ganz viele. Dann bin ich dafür, dass er werden alle krepieren. Eifersucht. 9 Stunden bis zum Morgen. Oh shit, wie heißt... Memento Mori hieß das erste. Ja. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Nachdenklich, liebevoll, kompliziert. Okay, I'm sorry. Warum ist er kompliziert? Ich weiß nicht, vielleicht, weil er der Bruder ist. Nee, weil er ein Hacker ist. Sorgst du dir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Oh Gott. Hast du mal $1,000,000 für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Wow, er ist echt ein Witzbold. Hey, ja, total lustig. War der Aufstieg okay? Hey Gang. What up, fam? Esel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Hör auf damit, das hört man. Oh ja, tut mir leid. Ich vergesse manchmal, dass wir aufnehmen. Was? Mikrofon? Wo kommt das? Warum? Mann, weil das hier schon seit ein paar Tagen hängt. Yo, yo, yo. Steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Klar, Mann. Tratschen. Tratschen. Tratschen? Ja, mach. Wir sind doch männlich. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Wow, what does this mean? What the? Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Tritt gegen. Gibt's noch einen Weg rein? Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Wow, diese Aufnahme. Ich hab sie gerade nochmal gesehen. Oh Gott. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Hey, ich dachte, die machen da Urlaub, ist doch scheißegal. Wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hä? Ja, was? Ich hab den Sinn gerade nicht verstanden. Mann, warum ist es so krass storylastig gerade? Echt mal. Ach ja, die standen ja aufeinander. Mach zuversichtlich. Und? Wie läuft's bei dir? Gut, Noah. Ja, krass, wie wir sagen, schön wieder hier zu sein. Ja, war. Jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Wie wär's, wenn wir an uns aneinander kuscheln würden? Und uns aneinander reiben. Damit uns wieder warm wird. Oh ja. Yeah. Oh, Ashley. Das ist jetzt auch Chris, sagen wir. Oh, Chris, sollen wir jetzt mit ihm entgehen, oder? Ja, damit wir irgendwo die Tür aufbrechen können. Oh so, cool, komm, lass uns was aufbrechen. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Was? Oh no, Josh steht auf... Schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Oh no. Schluss damit. Sind wir das der Moralapostel oder sind wir so einer? Ja, yeah, komm, ja. Yeah. Ja, wir sind doch ein Typ, also. Okay. Ja, tut mir leid an alle Typen. Mach zustimmen. Ich meine, das wollen wir ja auch machen. Ja. Absolut. Wann willst du? Oh Gott, die Fresse. Ach, guck. Er weiß, dass Chris auf ihn steht. Ah. Auf sie. Auf ihn. Nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Ich hab's gehört. War das ein Putz? Ja. Ah, okay. Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Wow, Josh, beruhig dich. Na, ich denke mal, wir können sie. Lass uns sie schnappen. Alter. Hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Vielleicht können wir sie mal weniger wie ein Objekt behandeln. Mann, Alter. Ey, Mann, so läuft es nur mal mit Chicksen, Alter. Chicksen? Ja, mit Badenixen. Entschuldigung. Oh Gott. Wie lautet der Plan in die Lodge? Ja, weiß ich nicht. Naja. Gehen wir wieder zurück, oder? Ach so, nee, wir gehen wieder zurück. Entschuldigung. Gehen wir wieder zurück? Ja, ich kann da nicht weiter. Laber mal da hinten weiter, ich renn mal vor. Leave me alone! Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, Mann. Hi, Babe. Kann ich dich anbringen? Nein. Tritt erstmal gegen den Arsch. Bunk. So, hier brechen wir doch rein, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Verdammt, geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Also? Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Scheiße, ich glaube, wir müssen doch zurücklaufen. Was? Wieso?
ist von nichts anderem. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, ach, fuck, I'm so sorry, guys. Oh, boy. Geh doch mal aus dem Bild, Digga. Alter. Krass, warum halten sie nicht einfach irgendwie ein Feuerzeug unter die Klinke, damit es schmilzt, damit sie reinkommen? Ja, echt mal. Kannst du nach links gehen? Machen sie ins... Ich kann nicht mehr reden. Wir machen uns das hier voll umständlich. Nein, kann ich nicht. Ach, Mann. Einbrechen, Gott. Mein Gott. Mach am besten noch ein Fenster. Oh, die Schnee. Oh, ja, die Spuren sind gerade verschwunden. Die Schnee sind verschwunden, ja. Und die Schnee sind verschwunden. Cemente hat wieder gesprochen. In dein Herz. Nein. Sehe ich. Nein. Mann. Nein. Warum darf ich nie... Ah, okay. Weil du immer Scheiße singst. Du singst Scheiße. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich mach's ja nicht mit Absicht. Sei ein Mann. Nein. So, jetzt hier, komm. Oh, hallo. Hallo. Oh, da war meine Axt drin. Hinweis entdeckt. Axthalterung. Okay. Wow, haben wir schon zwei Hinweise verpasst? Anscheinend. Oh, man. Sollte die Axt fehlt. Oh. Nicht gefunden. Ja, shit happens. Wir sind halt schlecht in sowas, ja, weißt du doch. Warum sind wir so schlecht? Oh, jetzt sehe ich auch erst, dass das Glas aufgebrochen ist. Ja. Nun gut. Wir gucken, ob wir in dieses beschissene Gebäude reinkommen. In der nächsten Episode. Gucken, was in diesem komischen Ding da unten ist, weil das hat geleuchtet. Ja. Wahrscheinlich ein Kopf. Oh, nice. Von wem? Von mir. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No? No. No. Bye. Bye.